Bei meiner Überlegung, was ich als nächsten Content machen kann, fiel mein Blick auf den Glenorchy, der mir neulich empfohlen wurde, und auf die vielen anderen Lidl-Eigenmarkenabfüllungen, die ich da habe. Dazu gehören unter anderem A Bracken, Glenalba, Ben Bracken und Targi. Wie auch immer es ausgesprochen werden soll, ich weiß es nicht. Aber da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine Schande. Erstens, ich kenne keinen anderen Discounter, der so viele Eigenmarken hat, quasi als unabhängiger Abfüller dann aktiv ist. Jede dieser Marken hat ihre eigene, also im Großen und Ganzen, ihre eigene Definition. Das war es, was ich gesucht habe, ihre eigene Definition. So ist zum Beispiel der Glenorchy ein Blended Malt Scotch Whisky und der Bracken auch, während der Glenalba ein Blended Scotch ist, also auch Grainanteile hat. Der Ben Bracken ist ein Single Malt und der Targ, wie auch immer, ist ein Single Grain. Und von fast allen gibt es unterschiedliche Altersabstufungen noch oder unterschiedliche Finishes. Und da habe ich gedacht, probiere ich mal die durch, die ich da habe. Denn wir wissen ja, Geld sitzt immer wieder mal ein bisschen knapp. Also Januar zum Beispiel kommen die ganzen großen Rechnungen in der Regel und so weiter. Da könnte es ja Sinn machen, sich mal umzuschauen, was nicht ganz so teuer ist. Jedenfalls wurde mir der empfohlen, also fange ich mit dem an. Der hat, was ich sehr interessant finde, eigentlich sieht der ja schon ein bisschen edler aus, ne? Finde ich. Der hier hat eine Altersangabe von 5 Jahren, der hier hat keine, wird also vermutlich im Großen und Ganzen nur 3 Jahre sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da so rauskommt. Und es gibt meines Wissens von dem nur den. Alles andere, was es bei Lidl gibt, vielleicht war das die ursprüngliche Marke? Kann es sein, dass es die gab und dann auf A Bracken irgendwie umgestellt wurde, aber der beibehalten wurde, weil er irgendwann mal Kategorie Silber bei den World Whisky Awards gewonnen hatte? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es den gibt. So, dreieckige Flasche oder naja, eigentlich ist es ja eher ein Fünfeck. Ist irgendwie auch cool. Der steht tatsächlich in der Regel auch im Laden im Regal. A Bracken auch unter Umständen, zumindest die Basisversion. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den Glenorchy ein und dann schauen wir weiter. Stelle ich wieder hinter. Der kommt in einem eigenen Video dann dran und ich denke, ich werde dann irgendwann mal auch vergleichbare miteinander vergleichen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was der Glenorchy bietet. 5 Jahre jung, Blended Malt, 40 Volumenprozent, gefärbt und kühl gefiltert. Das steht hier. Nicht, ja, 5 Jahre in Oak Casks, also in Eichenfässern. Mehr steht hier nicht. Ah, ja, genau. Und vereint die Geschmacksnoten. Passt mal gut auf, vielleicht geht's euch wie mir. Der 4 Whisky-Gegenden Schottlands. Highlands, Lowlands, Campbelltown und Islay. Und er hält in Sherryfässern sein unverwechselbares Finish. Ah, er hat ein Finish. Das Resultat ist ein samtweicher und geschmackvoller Blended Malt Scotch Whisky. Also er hat ein Finish in Sherryfässern und hat von den 4 Whisky-Regionen etwas enthalten. Vielleicht fällt euch ja was auf an dieser Aussage. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was da vielleicht fehlen könnte. Okay. Das dachte ich aufgrund von Eila eigentlich, vielleicht kriege ich einen Rauch, aber da ist für mich jetzt kein Rauch spürbar. Bisschen Fruchtigkeit, bisschen Sherry. Nee, kriege ich keinen Rauch. Nee, also nicht rauchig. Würde ich ja dann fast auf den Bunner tippen. Nun gut. Ansonsten schauen wir mal. Also ich kriege hier eine hellfruchtige Note. So in Richtung grüner Apfel, so ein bisschen Vanille. Sherry sehr, sehr zurückhaltend. Ich finde, er riecht auch jung.
So ein bisschen was Nussiges kriege ich auch. Eine Süße. Fast sogar was auch in Richtung roter Apfel. Gar nicht so uninteressant. Bin ich mal gespannt auf den Geschmack. Ich probiere ihn direkt mal. Slanje, ihr Lieben. Also im ersten Moment süß, dann kommt eine Würze, alles recht mild und verhalten. So dieser süße Malzgeschmack. Dann kam jetzt aber so ganz leichter Klebstoff. Und möglicherweise entwickelt sich da eine Bitterkeit so im Finish. Schauen wir mal nochmal. Er ist sehr weich. Würzig, geschmacklich, jetzt nichts Herausragendes, besonders Interessantes, aber mild, okay. In dem sind keine Fehlnoten und leicht bitter im Abgang. Er ist jetzt nicht sehr trocken, nicht sehr astringierend. Sherry finde ich jetzt nicht sehr viel. Aber grundsätzlich schon, also sagen wir es mal ehrlich, der kostet 9,99 €. Für den Preis gibt es definitiv schlechtere. Also es gibt, viel günstiger geht es eigentlich nicht. Und dann 5 Jahre jung, Blended Malt Scotch, kann man absolut machen. Jetzt pur trinken würde ich ihn nicht unbedingt wollen. Aber es sei denn, um die Palette so ein bisschen anzuwärmen für eine Verkostung von, sage ich mal, etwas hoffentlich voraussichtlich leckereren Whiskys. Dafür kann ich ihn mir vorstellen, dafür ist er okay, weil er auch keinen starken Eigengeschmack hinterlässt. Dafür finde ich ihn voll in Ordnung. Oder eben wie einen geselligen Abend mit Leuten, die ihn vielleicht auch mischen oder na, irgendwie damit rumexperimentieren. Oder wenn man selbst experimentieren möchte mit Cocktails zum Beispiel, ob sie einem grundsätzlich schmecken. Dafür ist sowas eigentlich super, finde ich. Und wenn man dann weiß, beispielsweise, dass einem ein Cocktail besonders zusagt, da dann in die hochwertigeren oder einem selbst mehr ansprechenden Whiskys zu gehen, macht ja da dann auch Sinn, wenn man weiß, dass der Cocktail einem schmeckt. Also, ne? Ansonsten, wie gesagt, kann man für den Preis absolut lassen. Das war's so von meiner Seite schon. Schön, dass du da warst. Lass mir einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Thank you.